Ein Prediger sagt, dass nicht jeder Nicht-Muslim ein Kafir ist, weil die Botschaft den Kafir erreichen muss und, er ihn dann ablehnen muss, um ihn Kafir zu nennen. Zum Beispiel nennt der Person X aus Zwickau oder aus Zittau, hast du vergessen. Es kann sein, dass die Person noch nie was vom Islam gehört hat oder nur ein schlechtes Bild vom Islam vermittelt bekommen hat. Klär uns bitte auf, ob das richtig ist. Kann mir mal einen Gefallen tun? Bitte. Hol mal bitte das Buch Al-Mudawana fi Fiqh al-Maliki. Perfekt. Das habe ich heute dabei gehabt für den Vortrag über die Fiqh-Methods. Al-Mudawana fi Fiqh al-Maliki. Bring das mal kurz. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Band dabei habe. Ich bin eben schon mal darauf eingegangen, nur man sollte auch eine Antwort auf diese Sachen haben. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland, in Ostdeutschland haben wir nach Statistiken 70% Atheisten. In Westdeutschland haben wir 50% Atheisten. Der Rest ist Christ, Agnostiker, das komplette Programm. So, und wir dürfen die jetzt nicht mehr Kafir nennen. Weil ehrlich gesagt ist es, also laut dieser Aussage, das heißt, wir dürfen jetzt die 50% der Atheisten nicht mehr Kafir nennen, weil es könnte ja sein, dass sie die Botschaft nicht bekommen haben. Als jemand, heißt jemand in Deutschland hat die Botschaft nicht bekommen, dass Gott existiert? Wahnsinn. Das ist schon echt Wahnsinn ist das, ja. So. Dann zu sagen, da könnte jemand eventuell in Zwickau leben, man hat die Botschaft nicht bekommen. Ich meine, hätte man gesagt, der Amazonas-Regenwald oder im Iglo am Nordpol, dann hätte ich das ja noch verstehen können. Aber im 21. Jahrhundert, in einem der fortgeschrittenen Länder der Welt, wo jeder Internet, Fernseh, Radio hat, wo jeden Tag was vom Islam kommt. Und übrigens, es ist ja nicht richtig, dass nur Negatives vom Islam kommt. Im Gegenteil, es kommen negative Sachen kommen über uns. So. Und wenn man in Deutschland nicht die Möglichkeit hätte, die Wahrheit zu finden, dann kann mir mal einer erklären, warum jedes Jahr tausende Menschen den Islam annehmen. Weil es wird ja behauptet, ja, die Leute haben keine Möglichkeit, die wahre Botschaft zu bekommen. So. Das heißt, prinzipiell hat man es hier mit zwei Fragen in einem zu tun. Haben die Leute in Deutschland wirklich die Botschaft nicht bekommen? Und zweitens ist es eine Bedingung, um jemanden Kafir zu nennen, dass er die Botschaft bekommen haben muss. Es ist eine Bedingung, dass jemand bestraft wird von Allah, dass er die Botschaft bekommen hat. Aber dass ich ihn im Diesseits Kafir nenne, als Kafir bezeichne, ist keine Bedingung dafür, ob ich weiß, ob er die Botschaft bekommen hat oder nicht. Denn die Sahaba, wenn sie in ein Land reingefallen sind und haben das erobert beispielsweise, dann haben sie nicht vorher gefragt, haben sie nicht gesagt, ja, vielleicht sind da Nicht-Muslime oder vielleicht sind da Kuffar. Die einen sind Nicht-Muslime, die anderen sind Kuffar und haben diese Unterteilung vorgenommen. Das heißt, es widerspricht erstmal der Haltung der Sahaba. Hundertprozentig. Zweitens, Allah sagt im Koran, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Mu'min und Kafir. Abu Muslim al-Khawlani kam zu Ibn Mas'ud und hat zu Ibn Mas'ud gesagt, dass er Mu'min ist. Dann hat Ibn Mas'ud das kritisiert. Abu Muslim al-Khawlani ist von den Tabi'in. Und dann hat Abu Muslim al-Khawlani mit Ibn Mas'ud diskutiert, hat diesen Vers gebracht, den ich eben gebracht habe. Ja, hat also den Vers gebracht, dass Allah sagt, im Mu'min oder Kafir, weil Ibn Mas'ud hat darunter verstanden, dass man sich, wenn man sich Mu'min nennt, dass man sich dadurch damit den Namen gibt, dass man damit bezeugt, dass man im Paradies ist. Und daraufhin meinte Abu Muslim al-Khawlani, dass er nicht weiß, was morgen mit ihm passiert, aber heute ist er ein Mu'min, heute ist er jemand, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und ist davon überzeugt. So, dann wird im Koran die Unterscheidung gemacht zum Munafik. Wo findest du im Koran die Unterscheidung? Wir haben den Kafir, wir haben den Nicht-Muslim, wir haben den Munafik, wir haben den Mu'min und so weiter. Wo findest du die Unterscheidung? In der Sunna, wo findest du die Unterscheidung bei den Propheten? Dass der Prophet gesagt hat, das ist ein Nicht-Muslim und das ist ein Kafir. So.
Welche Unterscheidung man findet, der die Botschaft bekommen hat, ist ein Käfer mu'adzab, ist ein Käfer, der bestraft wird. Allah sagt in Surah 17, Vers 15, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht eher bestraft, bis wir einen Boten geschickt haben, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Und derjenige, der die Botschaft nicht bekommen hat, mit dem wird im Diesseits nach den Ahkam des Kuffers verfahren. Das heißt, er wird nicht im islamischen Friedhof beerdigt, er wird nicht auf islamische Art und Weise gewaschen und so weiter, es wird kein Salatul Janaza für ihn gebetet. Gehe zu allen Fiqh-Büchern, das habe ich eben gesagt, eben wo wir über die Madhabs geredet haben. Gehe zu einem Buch von Abu Hanifa, von Imam Shafi'i, von Imam Malik, von Imam Ahmed im Hanbal und schau mal, ob sie bei den Ahkam, die etwas, ja, von diesen vier Madhab, ob sie da einen Unterschied machen, zum Beispiel bei der Heirat, zum Beispiel, weil bei Heirat zum Beispiel in Mudawana ist falsche Band. Ich habe jetzt das erste Band mitgenommen, weil in dem Band, wo es um Heirat geht, dann steht zum Beispiel Kafira min ghayri ahl al-kitab. Eine Kafira, die nicht von außer, nee, Kafira illa min ahl al-kitab. Das heißt, der Mann, das geht um das Kapitel, wen man nicht heiraten darf. Dann sagt er eine Kafira, außer wenn sie von Ahl al-Kitab ist. Das heißt, die Käfira, die von Ahl al-Kitab sind, Kuffar und alle anderen auch. Die gelten als Kuffar. So. Das heißt, du siehst zum Beispiel Salatul Janaza, mit ihm wird nach Ahkam al-Kuffar verfahren. Du siehst bei Jizya, es wird geguckt, ist er Muslim, schreibt er sich dem Islam zu oder schreibt er sich einer anderen Gruppe zu? Da wird nicht gesagt, er hat aber die Botschaft bekommen. Wenn du mich aber jetzt fragst, gestern ist Jingi Django aus Jungi Django im Amazonas-Regenwald ist ums Leben gekommen, der hat den Islam nicht angenommen, ist er in der Hölle? Dann sage ich, mit ihm wird nach dem Ahkam des Kuffers verfahren, das heißt, er wird nicht im islamischen Friedhof beerdigt, etc., etc., es wird nicht von ihm geerbt und so weiter und so fort. Aber ob der in der Hölle ist, Allahu a'lam, wenn er die Botschaft bekommen hat, ist er in der Hölle. So, das erstmal dazu. So, jetzt die Frage, hat man in Deutschland die Botschaft bekommen? Haben die Menschen in Deutschland die Botschaft bekommen? Wir reden jetzt nicht über die 105-jährige Oma, die seit 20 Jahren an Demenz leidet. Und ich glaube, vor 20 Jahren war vieles noch nicht so bekannt wie heute. Und da kann ich mich auch gerne irren, da kann man auch gerne anderer Meinung sein. Aber in der heutigen Zeit, fast in jeder Talkshow kommt irgendein Muslim, der sagt, ja, nein, weil es wird ja hier argumentiert, dass sie den Islam falsch gehört haben und ja, dadurch, dass die Muslime sich so schlecht benehmen und so weiter. Fast in jeder Talkshow kommt ein Muslim und sagt, ja, Terror hat mit Islam nichts zu tun und das hat mit Islam nichts zu tun und sagt etwas dagegen. So. Ab wann ist jemand denn entschuldigt, ja, aus Unwissenheit und ab wann nicht mehr? Die Frage muss man sich mal stellen. Wenn man diesen Maßstab nimmt, dann müsste ja jemand, um bei Allah nicht entschuldigt zu sein, 750 Bücher über den Islam gelesen haben und 300 Stunden mit irgendeinem Gelehrten gesessen haben, der ihm den Islam erklärt hat. Dann wäre ja kein Mensch zur Zeit des Propheten ein Käfir gewesen. Außer irgendeiner, mit dem der Prophet persönlich eine halbe Stunde gesessen hat. Aber der Prophet saß mit Leuten manchmal 5 Minuten und hat ihn, oder noch weniger, und hat ihnen etwas vom Islam erzählt. So, schauen wir im Koran, was wir darüber finden. Wann ist jemand entschuldigt? Wann hat jemand die Botschaft bekommen? Schauen wir im Koran in der Sunna, wann das so ist. Weil wie gesagt, hier wird praktisch der Maßstab gesetzt, jemand muss mit jemandem, ja, das wird jetzt nicht wortwörtlich so gesagt, aber in der Realität ist das so. Weil wenn du sagst, in Deutschland die Menschen können die Wahrheit nicht erfahren, dann sagst du damit, dass das, was vorhanden ist an Wissen und was vermittelt wurde, nicht ausreichend ist. Das heißt, ab wann ist jemand gewarnt? Der Prophet ﷺ sagt, in Sahih Muslim, لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Keiner
keiner, der von mir hört, von dieser Umma, die Umma, die eingeladen wird, egal ob Jude oder Christ, der von mir hört und dann den Glauben nicht in dem bestätigt, womit ich gekommen bin, wird nicht zu den Leuten des Höllenfeuers gehören. Das heißt, wenn er von der Buch von ihm gehört hat, vom Propheten Mohammed, wird er in der Hölle sein. Jetzt muss man etwas sagen. Es gibt im Arabischen zwei Konstruktionen. Es gibt einmal Yesma'u Anni, er hört etwas über mich, Anni, irgendwas. Oder Yesma'u Bi, das bedeutet, er hört wirklich etwas Korrektes von ihm. Er hört wirklich etwas Korrektes von ihm. Aber hier ist wichtig, irgendetwas hört er von ihm. Irgendetwas Korrektes. Gibt es nicht irgendetwas Korrektes, was jemand gehört hat? Jetzt etwas anderes. Allah sagt in Sure 4, Vers 164 oder 4, Vers 165 müsste das sein. Ein sehr wichtiger Vers. Rusulen mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linasi ala Allah hujjatan ba'da rusul. Gesandte als Frohbotschafter und Warner. Ich gucke noch, ob das Sure 4, Vers 165 ist. Oder 164? 165, ja. Rusulen mubashirin wa mundirin li'alla yakuna linasi ala Allah hujjatan ba'da rusul. Ja, wir sanden Gesandte, über die wir schon zu. Achso, Gesandte als Verkünder froher Botschaften, als Überbringer von Warnung, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel, kein Argument gegen Allah haben. Das heißt, sobald die Botschaft gekommen ist, sobald jemand gehört hat, Paradies oder Hölle, ist er gewarnt worden. Frohe Botschafter und Warner. Eine andere Bedingung zu stellen, gibt es hier nicht. So, jetzt, zur damaligen Zeit. Der Prophet a.s. hat beispielsweise einen Brief geschickt an die Führer, zu euch an Herakel. Hat er einen Brief geschickt. Er hat gesagt, nimm den Islam an zu deiner eigenen Sicherheit, sinngemäß. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du die Sünden von deinen Folgern haben, von denen, die mit dir sind. So, die mit ihm sind. Hat der Prophet mit jedem persönlich gesessen und mit jedem persönlich gesprochen. Das heißt, allgemein die Botschaft bekommen zu haben, zu gehört zu haben, der Islam ist die wahre Religion, da muss man sich informieren. So. Aber wir reden hier auch eigentlich gar nicht darüber, ob der oder der bestraft wird. Wenn dich jetzt jemand fragt, gestern ist Karl-Heinz in Buxtehude gestorben, ist er in der Hölle? Da kannst du sagen, wenn er die Botschaft bekommen hat, und nicht vor seinem Tod noch die Shahada gesagt hat, weil du warst ja höchstwahrscheinlich in seinen letzten Atemzügen nicht dabei gewesen, dann ist er in der Hölle. So. Aber für uns geht es gar nicht darum, ob der bestraft wird oder nicht. Uns geht es darum zu sagen, ob jemand für uns als ein Käfer gilt oder nicht als ein Käfer gilt. Warum? Weil jemand als ein Käfer gilt, dann gibt es bestimmte Regeln, die zu beachten sind. Darum geht es für uns. Erstmal geht es darum, dass wir ihn dann zum Islam einladen sollten. So, oder sage ich jetzt, und das ist auch das andere, wenn dem so ist, dann ist es doch besser, wir machen gar keine Dauer mehr. Dann brauchen wir gar keine Dauer mehr zu machen. Wenn es so ist, dass sowieso jeder entschuldigt ist in Zwickau oder in Zittau, wofür machen wir Dauer? Wofür laden wir die Leute ein? Dann ist es doch besser, wir lassen die so sterben, dann gehen die sowieso ins Paradies. Kannst du mir sagen, wofür die ganzen Propheten gekommen sind, ihre Leute aufgerufen haben und sich auf die hingestellt haben und zum Islam eingeladen haben? Und dann noch etwas anderes. Ja? Zu dieser Sache mit dem, der Käfir ist nur derjenige, der die Botschaft bekommen hat und dann abgelehnt hat. Und übrigens, das, was ich eben gesagt habe, das ist das, was Sheikh Uthaymin rahimullah zum Beispiel sagt und alle anderen Gelehrten, die ich kenne, aber Sheikh Uthaymin ganz spezifisch sagt das zum Beispiel in Kitab Tawhid. Der eine geht als Käfir Mumtahan, der wird auf die Probe gestellt, der die Botschaft nicht bekommen hat, aber nach Ahkam ad-Dunyawiyya gilt er als Käfir. Und der andere gilt als Käfir Mu'adzab, das heißt jemand, der die Botschaft bekommen hat und bestraft wird. Okay, ist das angekommen? So, jetzt nochmal zu diesem Begriff, linguistischer Begriff, ja, weil darauf wird rausgespielt. Ja, der ist erst der Käfir, wenn er die Botschaft bekommen hat und sie dann verleugnet hat. Und dann wird gesagt, das ist der Begriff Käfir. Erstmal der Begriff Käfir oder die Wortwurzel Käfir hat viele Bedeutungen im Arabischen. Eine davon ist auch etwas zu bedecken. Und was wird hier bedeckt? Es wird hier die natürliche Fitra bedeckt, über die Allah sagt, in Sure 7, Vers 172, müsste zumindest sein, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ
ذريته وأشدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن ذلك غافلين. Genau. Und als dein, also für Sure 7, Vers 172, und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm, zur damaligen Zeit, also alle wurden hervorgebracht und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagen, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Aber zusätzlich dazu soll noch die Botschaft kommen, ja, muss noch die Botschaft gekommen sein, um bestraft zu werden. Aber es könnte auch sein, dass jemand sagt, ja, wie, reicht doch, hier steht doch, damit sie nicht am nächsten Tag sagen können, ja, wir waren dessen unachtsam. Aber eigentlich, Sure 17, Vers 15 haben wir eben erwähnt, wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Anderer Vers, Sure 4, Vers 115. وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِمَ تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Wer sich dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, einen anderen Weg als den Gläubigen folgt, dann werden wir ihm zuwenden, dem er sich zugewandt hat, und übel ist das Ende. Den werden wir in der Hölle brennen lassen. Den werden wir den zuwenden, der sich zugewandt hat, und in der Hölle brennen lassen. Übel ist dieses Ende. Das heißt, das ist die Sache. Das heißt, diese Sache ist einfach lächerlich. Man sucht jetzt eine Ausrede für jeden Hans und Franz. Ja? So, warum? Aber Leute, guck mal, wenn ihr jemanden seht, nochmal, wenn ihr jemanden seht, der plötzlich bestimmte Strafen, wo sich ja immer Arba einig war, verleugnet. Bestimmte Hadithe aus Bukhari verleugnet. Nee, müssen wir anders verstehen. 1400 Jahre haben die Gelehrten es auf eine Art und Weise verstanden und auf einmal kommst du mit einer neuen Interpretation, Modell 2015. Und seltsamerweise, alle diese Interpretationen stimmen überein mit genau dem, was Angela Merkel gerne von dir hören will. Ach ja, dann weißt du, woher der Wind weht. Dann weißt du, woher der Wind weht. Dann betrügt man sich selber. Dann betrügt man sich selber, dann ist man eingebrochen. So einfach ist das. Hättest du jetzt in einer Sache, ja, zum Beispiel die Strafe XY, die bestätigst du und da stehst du wie eine Eins und sagst, ist egal, ob die ganze Welt sich gegen mich stellt, ich stehe dahinter. Aber plötzlich, ja, das ist ja nur ein Hadith, da gibt es nur ein Hadith, gibt es da, der das sagt, ja. Aber auf der anderen Seite soll man auch nicht mehr sagen, dass der den Islam nicht angeblich in die Hölle kommt. Und wie wird dann argumentiert? Mit einem Hadith, nämlich der Hadith, wo der Prophet a.s.w. zu Mu'adh ibn Jabal und zu Abu Musa al-Ash'ari sagt, ihr kommt zu dem, wo er zu denen sagt, Beshiru wa la tunafiru. Gebt frohe Botschaft und bringt die Leute nicht zum Flüchten. Bringt frohe Botschaft und bringt die Leute nicht zum Flüchten. Steht hier, bringt frohe Botschaft und warne nicht. Steht hier, bringe frohe Botschaft und warne nicht. Steht hier nicht. Steht hier, bringe frohe Botschaft und erzähle nichts von der Hölle. Steht hier nicht. Das ist also deine Interpretation, das steht nicht im Hadith. Und außerdem, wieso kommst du mit einem Hadith? Und guck mal, wir machen jetzt mal den Koran auf. Und dann gucken wir mal. Ganz Zufall, ob wir irgendwas finden, was dagegen spricht. So. Guck mal, erster Vers, auf den ich komme hier. Sure 6, Vers 19. Sagt, also Mohammed soll sagen. Guck mal, Mohammed soll sagen. Guck mal. Ach, ich habe jetzt einfach den Koran aufgeschlagen und die Hauptdauer des Propheten war der Koran. Ja? Er sagt nur ein Hadith. Guck mal, Sure 6, Vers 19. Mohammed soll sagen, welches ist das größte Zeugnis? Sagt Allah, er ist Zeuge zwischen mir und euch und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Wovor warnst du denn? Vom Paradies oder was? Nee, aber diejenigen, die die Hölle erwähnen in der Dauer, die machen nicht nur einen Fehler in der Dauer, sondern die schaden sogar dem Islam. Verstehst du? Wenn du selber für dich, guck mal, wenn du selber für dich entscheiden würdest, ich rede in meiner Dauer nicht über die Hölle. Ich rede mit dir nur über das Paradies. Ist dein eigenes Problem. Ist dein eigenes Problem. Aber du sagst nicht nur, dass die das nicht machen, sondern dass die Hölle erwähnen, dass die das falsch machen, du sagst sogar, die schaden dem Islam. Ja,
Ikhwan, versteht doch mal endlich die Botschaft Allahs. Hier, Achi, Surah 6, Vers 19. Ja, Achi, so sieht das aus. Oder die in die Hölle erwähnen, schaden den Islam hier. Damit ich diejenigen diene, aber von gutem Benehmen rede. Ja, wenn der Kafir kommt, ja, und das sind Islam, dann, ja, wir müssen immer nett sein, immer. Aber wenn es um die Brüder geht, die Religion verteidigen, da kann man ruhig. Ja, ich war, versteht doch mal endlich die Botschaft Allahs. Seid ihr ein bisschen doof oder was? Was heißt das? Guck mal, was heißt das? Versteht doch mal endlich die Botschaft Allahs. Versteht doch mal endlich die Botschaft Allahs. Das heißt, seid ihr so doof, dass ihr die Botschaft nicht versteht? Oder heißt das was anderes? Soll mich jemand aufklären? Das heißt das so. Pass auf, es geht weiter. Vers. Guck mal, ich habe einfach nur aufgeschlagen. Guck mal, einfach den Koran aufgeschlagen. So, das geht weiter. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es niemals andere Götter gibt? Sag. Jetzt soll weiter sagen. Prophet soll sagen. Das heißt, Allah befiehlt den Propheten zu sagen. Ein Hadith. Allah befiehlt den Propheten zu sagen. Ich bezeuge es nicht, sage. Er ist nur ein einziger Gott und ich sage mich von dem los, was ihr beigesellt. Ich sage mich von dem los, was ihr ihm beigesellt. So soll der Dawa machen mit dem. Er soll sagen, ich sage mich von dem los, was ihr ihm mal anbetet. Ich sage mich vom Christentum los. Ich sage mich davon los, dass ihr die Trinität anbetet. Hier weiter. Diejenigen, die die Schrift gegeben haben, kennen ihn, also Mohammed, wie sie ihre Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge sind oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. So, pass auf jetzt, guck, was jetzt kommt. Hier. An dem Tag, da wir sie alle versammeln, da werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt hatten, sagen, wo sind nun eure Teilhaber, die ihr stets angegeben habt? Dann wird ihre Ausrede nur sein, dass sie sagen, bei Allah, unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener. Schau, wie sie gegen sich selbst lügen, wie ihnen das entschwunden ist, was sie zu ersinnen pflegten. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören, aber wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, sodass sie nicht verstehen, ihre Ohren Schwerhörigkeit. Auch wenn sie jedes Zeichen sehen, glauben sie nicht daran. Wenn sie zu dir kommen, um mit dir zu streiten, sag denen, die ungläubig sind. Ja? Das sind nur die Fabeln der Früheren. Sie verbieten es anderen, halten sich selbst davon fern. Sie vernichten nur sich selbst, ohne es zu merken. Weiter. Und wenn du sie sehen würdest, wenn sie vor das Höllenfeuer gestellt werden. Ja, von der Hölle dürfen wir gar nicht reden. Verwekkir bil Qur'ani mei yakhafu ba'id. Und fürcht und ermahne mit dem Koran, wer die Androhung fürchtet. Ach ja, und dann wurde ja gesagt, ja, in Deutschland die Leute, ja genau, in Deutschland sollen wir nicht von der Hölle reden, weil die Leute wissen ja nicht, was die Hölle ist. Guck mal, ich garantiere dir. Das heißt, ein Araber möchte uns Deutschen jetzt erzählen, was die Deutschen glauben und was sie verstehen. Pass auf, ich garantiere dir. Du kannst jetzt dich vor die Disco irgendwo stellen und von mir aus 20.000 Menschen fragen, die besoffen sind, die also den Verstand schon verloren haben, was ist die Hölle? Was versteht man darunter? Wird er sagen, das ist ein heißer Ort im Jenseits. Das weiß jeder. Weil es wird dann noch gesagt, ja, die gegen Islam schaden und erzählen was von Hölle. Ja, die haben ja keine Weisheit in der Dawa. Bruder, ich will euch mal eins sagen. Wenn ich nicht von der Hölle gelesen hätte, da hätte ich wahrscheinlich den Islam nie angenommen. Ach, das schadet dem Islam. Zu erzählen, man darf nicht von der Hölle reden. Ach, wie viele haben den Islam angenommen, weil sie von der Hölle... Bruder, wenn ich nicht von der Hölle gewusst hätte, hätte ich gesagt, ja gut, alles klar, ist eine schöne Religion, lass mich ein bisschen weiter in die Disco gehen und auf der Tanzsäule tanzen. Haus, AMB, alles drum und dran, Freundin und so weiter. Ach, wofür soll ich das alles aufhören? Kannst du es mal verraten? Der Prophet steht auf der Minbar und schreit, das ist bis zum Marktplatz so ein Anwartukum und Nar. Der Prophet bei seiner ersten Khutba redet er und sagt, ich bin euch ein deutlicher Warner für eine heftige Strafe. Was ist denn die heftige Strafe? Spielen die Mikado mit dem oder was? Was soll denn die heftige Strafe sein? Achim, bei einer seiner ersten Rede zu den verschiedenen Stämmen, ich starre an Fusse, kommen nah. Kauft euch selber vom Höllenfeuer frei. Hat der Prophet die Dawa nicht verstanden oder was? Ah, pass auf. Wer ist ja alles zum Islam konvertiert? Alle aufzeigen. So, ich frage euch jetzt. Guck mal.
Einige. So, ich frage euch jetzt, wer von euch, bitte aufzeigen, ist nicht schlimm, wer von euch, der den Islam angenommen hat, wurde nicht von dem Erwähnen der Hölle beeinflusst, den Islam mit anzunehmen. Es war mit ein Grund. Wer nicht? Alle. Seht ihr? Alle. Alle, die hier den Islam angenommen haben, alle sagen, das hat mich mit dazu gebracht, das muss natürlich nicht der einzige Grund sein, den letzten Schritt zu gehen. Den letzten Schritt zu gehen. Was wird hier erzählt? Will uns jetzt jemand erzählen, wie man Dauer macht? Ach ja, es könnte ja sein, dass die Leute nachher nicht mit dir zufrieden sind. Ja, die sind sowieso nicht mit mir zufrieden. Suche 2, Vers 120. Len tarant al-Yahudu wa len asara hetta tatabi'a millatahu. Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Das heißt, es wird immer Leute geben, die nicht mit dir zufrieden sind. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduukum an dinikum in istata'u. Und sie werden nicht aufhören, euch zu bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion weggebracht haben, wenn sie es können. Sura 8, Vers 36. Inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu alayhim hasra, thumma yughlabun. Wahrlich, diejenigen, die den Glauben verweigern, sie werden ihr Geld ausgeben, um vom Weg Allahs abzuhalten. Sie werden es ausgeben und dann wird es für sie ein Grund zur Traurigkeit sein und dann werden sie besiegt werden. Ach, Ibrahim a.s. hat er falsch Dawa gemacht. Sura 29, Vers 24. Und die Antwort seines Volkes war nur, tötet ihn oder verbrennt ihn. Hat er Dawa falsch gemacht? Musa a.s. فَلَمَّا جَاءُوا بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ. Und als er mit der Wahrheit von uns zu ihnen kam, sagten sie, also Pharaon und seine Leute, tötet die Kinder von denen, die ihm folgen, und lasst die Frauen am Leben, das heißt für euch. Hat Musa falsch Dawa gemacht? Hat der Prophet a.s. falsch Dawa gemacht, als sie mit Steinen beworfen haben, als sie ihn rausgeschmissen haben? Ah, nee, wir leben ja in Deutschland, die Deutschen sind ja zivilisiert. Das ist ja historisch gesehen, Bruder, bitte, das ist ja historisch gesehen das friedlichste Volk der Welt, das weiß jeder. Das ist normal, da muss man sich mit abfinden. Wir sollen die Hölle nicht in der Dawa erwähnen. Guck mal, pass auf, wir machen es nochmal. Okay, komm, wir machen noch einen Versuch. Okay? Wir machen noch einen Versuch. So. Also, ein Hadith. So, ich habe ihm einfach aufgeschaut. Guck mal, nochmal. Der Koran war eigentlich die Hauptdauer des Propheten. Guck mal, jetzt hier ist nicht so klar der Vers wie dort, wo gesagt wird, mach. Aber guck mal, zum Beispiel hier. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechten, hier so 48, Vers 48. Ich habe einfach nur zufällig aufgeschlagen. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechten in der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben und Allah genügt als Zeuge. Ja, dann hier. Wenn diese sich von den Ungläubigen deutlich getrennt hätten, hätten wir diejenigen von ihnen, die ungläubig sind, wahrlich mit schmerzhafter Strafe gestraft. Findest fast auf jeder Seite, findest du etwas über Bestrafung, findest du etwas über Hölle, aber wir sollen die Hölle ja nicht erwähnen, weil in Deutschland weiß ja keiner, was Hölle ist. Ganz im Gegenteil, die Leute in Mekka, die wussten nicht, was Hölle ist. Das war eine ihrer großen Probleme, dass sie nicht, oder eine der großen Probleme von vielen in Mekka war, dass sie nicht daran geglaubt haben, dass es ein Jenseits gab. Was haben die gesagt? Sure 36. Kul mei kalu mei yuhil idama wa hiya ramim. Sie sagen, wer macht die Knochen lebendig, nachdem sie morsch geworden sind. Das heißt, die haben nicht an einen jüngsten Tag geglaubt. Bruder, das ist ein Witz. Ach, es ist wirklich traurig. Ach, wenn du Angst hast, den Leuten zu sagen, dass sie auf dem falschen Weg sind, der Prophet hatte keine Angst davor. Und ich kann jemanden nicht aus seinem Dornröschenschlaf wecken, ja, wenn ich ihm nicht die Wahrheit sage. Hier, oh, Abdul Malik, wo bist du? Wo ist der Abdul Malik? Ist der noch hier? Guck mal, der Abdul Malik, ja, der Abdul Malik, der den Islam hier auch angenommen hat, der hat sich einen Vortrag von mir angeguckt. Über das Christentum, wo ich gesagt habe, dass das Christentum eine falsche Religion ist und so weiter. Weißt du, was er sagt? Guck mal, seine Würde. Ach, sagt er, ich habe diesen Vortrag gesehen, da habe ich dich erstmal voll gehasst und verflucht. Und dann, als ich nachher im Bett lag, habe ich mir gedacht, boah, was ist, wenn der recht hat? Bruder, das ist der Gedanke. Ich muss jemanden erstmal aus dem Dornröschen schlafen. Bruder, als ich den Koran gelesen habe, war mir klar, wenn ich den Islam nicht annehmen werde, werde ich in die Hölle gehen.
Und deswegen habe ich weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen und habe dann den Islam angenommen. Alhamdulillah. Bruder, das ist traurig. Es ist wirklich sowas von traurig, dass wir mit heutzutage darüber reden müssen, ob wir die Hölle in der Dawa erwähnen dürfen oder ob wir den Atheisten in Zwickau oder in Zittau Käfir nennen dürfen. Und wer das sagt, der hat die Religion nicht verstanden. Versteht doch mal endlich die Botschaft Allahs. Wahnsinn. Wahnsinn ist das. Wahnsinn. Und die natürlich, aber guck mal, das ist genau das, was Angela Merkel gerne haben will. Angela Merkel möchte gerne einen Islam, wo man nicht über die Hölle redet, genau wie im Christentum. Guck mal, ist genau dasselbe. Also ich habe doch nie, ich war so oft in der Kirche gewesen, ja, die sind so eingebrochen, obwohl in der Kirche, in der Bibel so oft die Hölle erwähnt wird, vor allen Dingen im Neuen Testament, ja, habe ich noch nie in einer christlichen Predigt gehört, dass sie über die Hölle geredet haben. Und deswegen sind die Kirchen auch so leer. أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.